Hallo Leute, ich bin Legendkiller und herzlich willkommen zu einem neuen One-Way-Smoke-Video. Und ich muss mich vorab entschuldigen, dass das Video so spät kommt. Und zwar habe ich das ganze Video schon mal aufgenommen, aber dann ist mein PC kaputt gegangen, weswegen ich die ganzen Videos, die ich aufgenommen habe, alle nochmal neu produzieren kann. Und ja, wir fangen einfach, wie im Titel wahrscheinlich schon zu lesen, damit an. Und zwar One-Way-Smokes auf der Map Inferno. Wir fangen auf der CT-Seite an. Und ich zeige euch mal so eine Autosmoke, wie ihr das Auto zusmoken könnt. Und zwar müsst ihr dann hier beim Spawn euch an das Auto hier stellen, bis ihr hier an der Wand seid. Und jetzt müsst ihr ungefähr hier zwischen diesen beiden Teilen von der Lüftung aimen. Und dann hoch, wo dieses Teil da oben ist. Sieht man ja hier, wo diese zwei Rinnen aufeinander kommen, da drauf aimen auf der Höhe. Moment, ich zeig's euch. Also hier in die Ecke stellen, dazwischen, dann so hoch, dass ihr da auf eine Höhe seid. Und dann die Smoke loslassen. Die sollte dann von dem Haus abprallen, auf dem Auto landen. Ihr könnt dann hier weiterlaufen. Man könnte dann die Leute, die da durchwaschen, einfach wegholen. Und ja, das war's mit der Smoke. Weiter zur nächsten. Kommen wir nun zu einer Smoke, die etwas weiter geht, beziehungsweise auf das Auto geht, sodass ihr die Banane lang abdecken könnt. Dafür stellt ihr euch hier einfach so vor die Wand, dass das ungefähr alles hier eine Linie ergibt. So, und dann seht ihr, da unten sind ja die diese Sandsäcke hier. Ihr müsst hier zwischen diese Sandsäcke da unten rechts in die Ecke hinzielen. Das heißt, einfach hier gegen die Wand. So. Und dann da unten in die Ecke. So, dass also ungefähr zwischen den beiden zielen. Und dann könnt ihr hier euch so ans Auto stellen und die Leute, die da hinten kommen, wegholen. Das war's auch mit der Smoke. Weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke. Und zwar ist diese Smoke, könnt ihr, normalerweise smokt man ja oder smokt man oft hier so, dass da alles abgesmoked ist. Und dann könnt ihr euch hier in diese Ecke stellen. Dann müsst ihr hier ungefähr, wo diese Kiste, was ist das da, diese Dose hier, ist, aimen. Also hier in die Ecke stellen. Dann, wo diese Dose ist, auf das Holzbrett drauf. Das heißt, wenn ihr langsam hört, die erste Smoke ist weg und ihr hört, irgendjemand ist da in der Banane, könnt ihr diese Smoke spielen. Die Gegner denken dann wahrscheinlich, dass ihr einfach nur nachsmoked. Und wenn ihr dann aber hier euch am Rand schleicht und auf diesen Kiss-Wagen drauf springt, könnt ihr dann hier die Leute alle, die da sind, wegballern durch den Smoke. Und die werden dann denken, ihr habt dann irgendwo von da geschossen. Und ja, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, die Smoke von gerade eben, die kann man noch ein bisschen anders werfen. Und zwar, wenn ihr hier auf den B-Spot drauf geht, euch dann hier so zwischenstellt und dann hier unten gibt es einmal diesen Stein, der so quer ist und hier so ein Halbkreis. Und auf den müsst ihr ungefähr aimen. Das heißt, ihr kommt hier einfach angewascht, stellt euch hier in die Ecke, aimt dann da unten hin auf das Holz, dann die Smoke werfen. Dann könnt ihr euch hier auch am besten bücken und dann... Wenn ihr hier, müsst ihr halt die richtige Position finden, könnt ihr dann hier halt noch halb im Smoke seid, die Gegner, die da kommen, wegballern. Das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Die Smoke von gerade eben kann man noch anders werfen. Und zwar direkt, wenn ihr hier spawnt, könnt ihr euer Teammate hier in den Brunnen hingehen. Und zwar hier in die Ecke. Irgendwann seid ihr nämlich so gestuckt, dass ihr halt nicht weiterlaufen könnt. Dann zählt ihr hier oben 1, 2, 3, 4, 5. Nimmt dann hier rechts die Ecke, geht so hoch, dass ihr euer Crosshair auf der Höhe des Daches ist. Und dann müsst ihr die Smoke loslassen. Die soll dann so aufkommen, dass sie auch auf dem Auto landet. Und euer Teammate kann dann halt in der Zeit weiter hier vorstoßen, während ihr die Smoke wirft. Und dann könnt ihr halt, wie gesagt, genau wie bei der anderen Smoke, gucken, da drunter kommt einer, zack, 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 zack. Und der Gegner ist tot. Ja, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke, und zwar wie man von B hier ein bisschen die Leute, die von Banane kommen, aufhalten kann. Oder beziehungsweise, wenn die von Banane durchpushen, wie man B ein bisschen verteidigen kann, um damit seine Teammates dann von A rotieren können. Dafür müsst ihr einfach euch hier geradeaus vor dieses Teil stellen, dann einfach die Smoke dagegen werfen und jetzt entweder von eurem Teammate da hochboosten lassen oder ihr springt hier drauf und müsst dann mit Anlauf da drauf springen. Und dann könnt ihr halt hier über die Smoke drüber gucken, euch dann zur Not bücken. Und dann die Leute, die dann halt da vorbeikommen, könnt ihr dann wegholen oder einfach reinspannen, je nachdem. Und ja, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir zur nächsten Smoke. Und zwar könnt ihr hier zwischen diese Kisten, also auf B-Spot, hinten in der Ecke, einfach zwischen die Kisten per Rechtsklick eine Smoke lassen, werfen. Und dann hier auf die zweite Kiste drauf springen und dann könnt ihr die Leute, die halt von der Banane kommen, einfach so zack durch den Smoke killen. Dann könnt ihr hier runterspringen und dann halt von hier aus noch versuchen, welche zu pieken. Und ja, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zu einer nächsten Smoke. Und zwar, wenn man halt gerne hier oben
immer drauf, auf diesen, ja, Kisten hier drauf ist und gern die Gegner da auffällt. Und man merkt, ah, die Gegner sind schon vorgestoßen, könnt ihr euch hier in die Ecke stellen, sodass die Gegner euch halt von da aus nicht treffen können. Und dann zählt ihr hier auf dieses Fass, auf das linkere, auf diesen Streifen hier. Das heißt, ihr springt hier drauf. Ja, so ganz einfach. Und dann einfach da drauf aimen und die Smoke werfen. Die wird da so aufkommen, dass ihr dann hier runtergehen könnt. Und dann könnt ihr da die Füße von den Gegnern sehen. Und wenn ihr wisst, ja, die kommen da, einfach reinsprayen, reinsprayen, reinsprayen. Und ja, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke. Für diese Smoke kommt ihr einfach, wenn ihr hier auf diesem Baseball seid, stellt euch hier in die Ecke und dann einfach so weit nach unten aimen, wie es geht, sodass ihr ungefähr hier auf das Dreck zielt. Also einfach hier in die Ecke stellen, gegen die Wand gerade ausgucken, dann einfach so weit nach möglichst wie unten, dann die Smoke loslassen, die wird so aufkommen. Dann könnt ihr hier, wenn ihr an der Wand entlang geht, könnt ihr hier unten da vorbei aimen und die Leute, die da von der Banane kommen, wegholen. Yep, das war's auch mit der Smoke. Weiter zur nächsten. Kommen wir nun zu einer Mid-Smoke, und zwar stellt euch hier so an den Rand und da müsst ihr gucken, dass ihr so gerade eben so ein Stück von dem Schornstein sehen könnt. Dann müsst ihr hier, wo das Dach ist, ein bisschen über das Dach drüber ziehen, am besten auf diese Höhe von diesem Fleck da und dann die Smoke loswerfen oder loslassen. Die wird dann so aufkommen, dass ihr hier an der Seite vorbeizielen könnt und die Leute, die da hinten am Fass stehen oder wenn Leute da zum Fass gehen, könnt ihr die dann einfach wegholen. Yep, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, jetzt zeige ich euch mal eine weitere mit Smoke, und zwar geht ihr, wenn ihr hier um die Ecke kommt, stellt euch hier in die Ecke und dann müsst ihr hier unten, wo die, ja, wo die Wand halt den Boden berührt, hin aimen, dann die Smoke loslassen und jetzt müsst ihr euch ein Teammate eigentlich hier hochpushen. Das heißt, der Teammate bückt sich und ihr springt auf den drauf, dann springt der Teammate halt drauf, nur da das halt alleine ein bisschen schwer zu machen ist, zeige ich euch das mal so. Ich fliege jetzt einfach per Noclip auf den Bot drauf und dann könnt ihr hier halt über die Smoke drüber gucken und die Leute, die dann halt vom Spawn kommen, könnt ihr dann wegholen. Und ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen doof zu zeigen, wenn man alleine ist mit dem Bot. Und wie gesagt, also Teammate stellt sich am besten, mach mal Platz hier, hier so in die Ecke hin, so dass er halt nicht von da abgeschossen werden kann. Ihr springt dann auf den drauf und könnt dann hier rüber zielen. Und da das, ja, da diese Modelle halt noch so ein, ja, ein größeres Feld hat, als man eigentlich sehen kann. Das heißt, Moment, ich fliege mal zum Gegner. Man sieht ja hier, auf meinem Gegner, ihr könnt zum Beispiel hier noch draufstehen, obwohl da ja eigentlich gar kein Stück vom Gegner mehr drauf ist. Und so könnt ihr dann halt um die Ecke rüberziehen. Ich hoffe mal, man versteht, was ich meine. Und, ja, das war's dann auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke. Diesmal, wie man sich hier unten Pit oder Grube zusmoken kann, wenn die Gegner hier pushen. Und zwar geht ihr dann hier hin, zieht hier auf dieses, also ihr müsst hier auf diesen Vorsprung drauf springen, dann euch hinbücken, dann hier ungefähr, wo dieser Fleck ist, ein bisschen links davon zielen und per Rechtsklick die Smoke-Granate loslassen, sodass sie da oben hängen bleibt. Und ihr könnt dann geschillt, also ja, schön hier unter der Smoke drunter gucken und die Leute, die da kommen, einfach alle wegholen. Und die Gegner können euch von hier aus nicht sehen, dass ihr da unten drin seid. Und das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, die Smoke von gerade eben kann man auch anders werfen. Und zwar, wenn ihr keine Lust habt, hier drauf zu jumpen, weil ihr Angst habt, ihr werdet da gewascht, müsst ihr euch möglichst weit hier links, also hier gibt es keine wirklichen Anhaltspunkte für oder Aimpunkte. Ich würde mich einfach möglichst weit links hinstellen und dann zu oben, wo dieser Rand von der Kiste ist, links daneben zwischen diesem Torbogen und der Kiste ungefähr hier dahin zielen. Das heißt, hier hin, dann möglichst dazwischen, einen Schritt nach vorne und die Smoke werfen, sodass ihr dazwischen stecken bleibt. Ihr könnt dann halt unter dieser Smoke drunter gucken und die Leute, die da kommen, einfach Headshots geben. So, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Dann kommen wir nun zu einer Smoke. So, wenn A gewascht wird und euer Hausspieler, sag ich mal, gefallen wird oder gefallen ist und ihr Angst habt, dass ihr jetzt von oben abgeballert werdet, aber hier noch decken wollt, könnt ihr, wenn ihr hier drauf kommt, euch auf die fünfte Stufe, also 1, 2, 3, 4, 5 stellen, einfach an die Wand und dann, also auf dem Boden zielen, crouchen. Und jetzt, also so könnt ihr dann halt, wenn ihr steht, könnt ihr halt von da abgeballert werden, deswegen crouched ihr. Und jetzt seht ihr ja hier diese Zacken von dem Zaun. Nimmt einfach hier die dritte, von, also die werden ja immer kleiner, also nach der großen hier nimmt ihr einfach 1, 2, 3 und jetzt müsst ihr mit der so weit nach oben zielen, bis ihr hier ungefähr, wo diese,
Ja, was ist das? Wo dieser Draht halt auf diesen Zaun kommt. Heißt, von dem großen 1, 2, 3 und dann so weit nach oben, bis ihr ungefähr hier auf einer Linie mit dem Draht, wo das der Zaun berührt. Also 1, 2, 3, dann ungefähr so hoch und dann per Rechtsklick die Smoke fallen lassen. Die sollte hier oben aufkommen. Und ihr könnt dann halt durch die Smoke durchgucken und die Leute, die dann da vorbeikommen, alle wegmachen. Und zum Teil könnt ihr hier noch auf Spot gucken, ob da jemand plantet. Könnt aber nicht gleichzeitig vom Balkon aus gesehen werden. Das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, die Smoke von gerade eben zeige ich nochmal, da Vorführeffekt war. Also die Smoke könnt ihr, wie ihr gerade eben gesehen habt, könnt ihr so werfen, indem ihr hier drauf springt, dann auf diese Kiste aimt und man sieht ja hier diese zwei größeren Quadrate oder Rechtecke und denn die anderen sind ja hier kleiner. Ihr müsst halt auf das obere hier oben rechts ungefähr auf die Ecke hinzielen. Das heißt, ihr springt hier drauf, zielt dann ungefähr oben rechts da auf die Ecke. Die wird abprallen, hier im Auto landen oder am Auto landen. Ihr könnt dann hier vorbei zielen und dann die Leute da pieken. Und ja, eigentlich sollte die, müsst ihr halt gucken, im Auto landen, vorne in der Scheibe drin landen. Hier so schön drin. Und ja, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So Leute, nochmal ein kurzer Nachtrag. Und zwar bei der Smoke hier, wenn ihr euch hier gegenstellt und die dann da oben gegenwirft, dann könnt ihr, die ist jetzt gut gelandet, ja, entweder hier vorne aimen oder ihr könnt aber auch nach hier hinten hingehen und hier hinten durch das, ja, durch diesen Anhänger durchgucken. Und unten rechts ist halt so eine kleine Lücke. Und dann könnt ihr halt aber nur diese kleine Ecke abziehen, so wie wenn der Gegner halt da um die Ecke lauert. Und ja, ist halt so, manche werden vielleicht hier pre-firen, wenn ihr hier steht. Aber hier tut so gut wie gar keiner hin pre-firen, wenn ihr hier steht. Und ja, das wollte ich euch nur kurz als kleinen Nachtrag zeigen. Und ja, dann geht's auch weiter mit der nächsten Smoke. So, kommen wir nun zu einer weiteren Smoke. Diesmal wieder wie ein bisschen Balkon absmoken oder beziehungsweise die Leute vom Balkon, die da rauswaschen wollen, ja, töten könnt. Und zwar müsst ihr hier drüber springen und dann sieht man ja hier immer diese Öffnungen. Das ist ja die erste Öffnung zwischen den beiden. Dann da die zweite, da die dritte, da die vierte. Und ihr müsst euch halt genauso, ja, eine dritte Öffnung halt hinstellen zwischen der dritten und der vierten Stange hier. Ungefähr mittig halt hinstellen, dann mit eurem Crosshair auf diesen Fleck hier aimen und dann einfach die Smoke werfen. Die wird dann so aufkommen. Jetzt könnt ihr hier drauf springen, euch bücken und die Leute da wegholen. Oder ihr könnt auch mit etwas Glück. Oh shit. Jetzt sehe ich natürlich wegen der Smoke nichts und ich bin da hier runtergefallen. Ach komm. Zack. Ach, Menno. Vorführeffekt, Leute. Also, ich zeige das einfach nochmal. So, hier vor die dritte Öffnung stellen oder zwischen den dritten und dem vierten. Dann auf diesen Fleck drauf und einfach die Smoke werfen. Und dann könnt ihr hier auch, sieht man zwar nicht so gut, aber wenn man ein bisschen weiter nach hinten geht, kann man hier wunderschön durchgucken und die Leute da einfach umbringen. Kann man sich auch hier hinstellen? Naja, sieht man halt nicht so gut. Deswegen würde ich euch lieber empfehlen, auf dieses Teil hier drauf zu springen und euch zu bücken. Das war's auch mit der Smoke. Weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke. Und zwar, wie ihr von hier aus oder von Pit aus kurz, ja, Bibliothek und oben absmoken könnt. Und zwar, wenn ihr hier auf dem Boden zielt, diese ungefähr auf diese weiße, das ist ja die erste Stufe, müsst ihr hier. Ja, auf die erste oder zweite Stufe, je nachdem, wo man guckt. Halt, das ist die oberste Stufe, wo dieser weiße Strich ist. Müsst ihr dahin auf diese zweite Stufe die Smoke-Granate fallen lassen. Dafür einfach, soweit es geht, auf den Boden schauen und dann ein bisschen nach rechts. Und dann per Rechtsklick da die Smoke fallen lassen. Jetzt könnt ihr euch hier auf dieses Teil, auf diese Erhöhung stellen. Könnt dann über die Smoke drüber gucken. Dann da die Leute, die von Bibliothek kommen, abballern. Die Leute, die von kurz kommen. Und für Balkon müsst ihr euch eventuell ein bisschen bücken, da sie euch sonst etwas sehen können oder hier hintergehen. Und dann könnt ihr halt die Leute auch, die vom auf dem Balkon kommen, abballern. Also wie gesagt, einfach nach unten zielen und dann eine Stufe nach rechts, per Rechtsklick die Smoke fallen lassen und dann hier auf diese Erhöhung draufstellen. Dann da die Leute abballern, da die Leute abballern, die da oben rauskommen, würde ich mich eventuell hier hinterstellen und mich bücken und dann die Leute, die da oben kommen, abballern. Weil es kann halt sein, wenn ihr hier auf Bibliothek zielt, wenn da jemand rauskommt, dann sieht er euch. Also müsst ihr halt immer aufpassen, wo ihr hin aimt.
Das war's auch mit der Smug. Gehen wir weiter zur nächsten. So, habt ihr jetzt hier die Bombe schön auf A geplantet. Dann könnt ihr hier drauf springen, wenn ihr wisst, der letzte Typ kommt vom Balkon oder einer der Typen kommt vom Balkon. Stellt euch am besten hier so ein bisschen neben diese 8 oder 08, ein bisschen links neben das Schild. Und jetzt seht ihr hier, ist ja einmal dieser senkrechte Strich, der größere. Und ihr müsst halt auf dem aimen, wo der unten hier auf diesen waagerecht, also ungefähr dahin aimen. Und dann einfach da drauf aimen mit dem Crosshair und dann per Rechtsklick die Smoke fallen lassen. Die wird dann so aufkommen, dass ihr da drüber aimen könnt und die Leute, die dann auf dem Balkon stehen, sehen könnt und die einfach so wegballern könnt. Ja, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke, und zwar, wie ihr hier diese Stairs zu smoken könnt, dass ihr die Leute, die da unten sind, alle wegholen könnt. Dafür müsst ihr erstmal irgendwie, keine Ahnung, den Gegner irgendwie blenden, so dass ihr halt ungemerkt in diesen Raum hinter dem Balkon kommt. Dann stellt ihr euch am besten hier in die Ecke, wo das Bett ist, nehmt eure Smoke in die Hand und platziert euer Crosshair auf diese Ecke da. Die Ecke da. Und einfach dann mit, Moment, ich warte mal, bis diese Impacts da weggehen. Und einfach per Rechtsklick die Smoke fallen lassen. Die wird dann da stecken bleiben, sodass ihr dann hier halt hier durch aimen könnt. Und am Anfang könnt ihr ein bisschen aimen, wenn die Smoke sich dann ausbreitet. Ja, sieht man halt nicht so gut dadurch. Aber wenn die Smoke jetzt langsam weggeht, so wie hier, könnt ihr sehen, da steht einer und könnt ihr dann wegholen. Und ja, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zu einer Smoke, wie ihr hier von hier aus halt oder vom Balkon aus oder vom Fenster aus die zweite Mitte abdecken könnt. Dafür springt ihr auf die Heizung drauf, aimt dann nach unten und dann müsst ihr halt zu diesem zweiten, auf dieses zweite Teil hier aimen von der Heizung. Dann einfach per Rechtsklick die Smoke fallen lassen und dann könnt ihr, wenn ihr hier zum Fenster geht, durch das Fenster gucken und die ganzen Leute, die dann hier halt die zweite Mitte hochkommen, könnt ihr dann abballern. Sieht man wahrscheinlich nicht so gut im Video, aber wenn man weiß halt, wie ein Gegner aussieht, dann kann man ihn gut sehen. Das war's auch mit der Smoke, weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zu den Tees. Und für die erste Smoke, ist wohl die bekannteste Smoke, stellt ihr euch hier in die Ecke, bückt euch hin, zielt dann hier auf dieses Fenster, wo man zum, oder diese, ja, Rollläden, sag ich jetzt mal, die man hier so zumachen kann, auf das mittlere ungefähr. Weil das ist ja immer hier so in drei Abschnitten eingeteilt. Und ihr bückt, also stellt euch hier an den Blumentopf in die Ecke, bückt euch, zielt auf dem mittleren ungefähr und geht dann weiter, bis euer Crosshair auf der Blume ist. Kommt dann natürlich immer nach Settings an, wie ihr eure View-Model habt und sowas. Und dann müsst ihr die Smoke werfen, die wird dann so aufkommen. Dann könnt ihr hier um die Ecke gehen, in die Grube rein und dann könnt ihr hier unten drunter, am besten natürlich, wenn man das mit einer Awe macht, und die ist jetzt ein bisschen komisch aufgekommen, beziehungsweise der Rauch hat sich ein bisschen komisch verteilt. Und dann könnt ihr normalerweise die Leute, die da oben Mitte stehen, alle wegholen. Ich zeige das Ganze nochmal. Also ihr kommt hier hoch, stellt euch in die Ecke, auf das Fenster, ein bisschen weiter nach links zur Blume. Die sollte dann so aufkommen, dass ihr hier in Ruhe reingehen könnt und dann hier drunter aimen könnt. Und ja, sieht man jetzt mit der AK nicht so gut, aber man kann da halt gut durchgucken. Oder drunter gucken, am besten natürlich mit einer AWP. Und ja, das war's mit der Smoke, weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke, diesmal für die Banane, für die CTs. Und zwar, wenn ihr um die Ecke kommt, könnt ihr hier per Rechtsklick vor diese Holzkisten eine Smoke fallen lassen. Und dann müsst ihr halt auf diese Holzkisten draufspringen. Und wenn ihr hier oben drauf seid, könnt ihr über die Smokes halt da neben das Car gucken und da so ein bisschen neben das Auto gucken und die Leute, die dahinter stehen, abballern. Ja, das war's auch mit der Smoke, gehen wir weiter zur nächsten. Ja Leute, das war's mit den Smokes für Inferno. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar geile Smokes zeigen. Und schreibt mir nochmal in den Kommentaren, wie ihr diese in Anführungszeichen verkürzeren Videos sehen wollt. Also wie ich nur einmal kurz zeige, wie man die Smoke wirft und ohne Perspektive von den anderen. Oder ob ihr halt noch die Perspektive von den anderen sehen wollt. Wobei das Video dann wahrscheinlich länger wird und ich das Video dann in mehrere Parts teilen muss. Denn, ja, allein das Video geht ja jetzt schon fast 20 Minuten. Wenn ich dann noch die andere Perspektive und so zeigen will, würde es ja mindestens doppelt so lange dauern. Und ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie euch diese Videoreihe gefällt, ob ich die fortsetzen soll und welche Map ihr als nächstes sehen wollt. Da bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal recht herzlich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Haut rein!